Der bevorstehende Brexit sorgt auch Diabetiker in Großbritannien, wie den Lehrer David Burns aus London. Er und viele weitere der knapp 4 Millionen Zuckerkranken fürchten, dass das lebenswichtige Medikament knapp wird, wenn das Vereinigte Königreich ohne Abkommen aus der Europäischen Union austritt und wenn es wegen Zoll- und Gesundheitskontrollen zu Verzögerungen an der Grenze kommen sollte. In Großbritannien selbst wird das Stoffwechselhormon nicht hergestellt. Wenn mir das Insulin ausginge, hätte ich wohl nur noch ein paar Monate auf diesem Planeten zu leben. Deswegen habe ich natürlich Angst vor einem No-Deal-Brexit. Was Burns wegen seiner Krankheit braucht, kommt derzeit aus Dänemark und der Schweiz. Aus Angst vor Engpässen hat er vor 2 Monaten angefangen, das Insulin zu horten. Ich habe rund 3-mal mehr als sonst. Das Insulin hier zum Beispiel. Davon reicht bei meiner jetzigen Ernährung 1 pro Woche. Ich habe hier also einen Vorrat für 3 bis 4 Monate. Pharmakonzerne und Lieferanten sagen, dass sie ihre Lagerbestände in Großbritannien stark erhöht haben. Die Regierung befürchtet keine Engpässe, solange, wörtlich, jeder das tut, was er tun sollte. Das Gesundheitsministerium plant die beschleunigte Lieferung von Notfallmedikamenten auf dem See- und Luftweg im Fall von Staus an der Grenze. Patientenverbände jedoch sind skeptisch und auch Diabetiker wie David Burns gehen lieber auf Nummer sicher.